Also ich glaube es, aber das ist auch ein, also ich würde jetzt auch niemanden Also du glaubst, dass verurteilen. die Erde erst seit 6000 Also Jahren ich hier glaube ist. nicht an die Evolutionstheorie, ja. Aber dafür haben wir auch unsere Gründe in der Bibel. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass wir, ich weiß nicht, ob Weil ihr die das im Wissenschaft Islam. sagt ja, dass die Erde mehr als 6000 Jahre alt Ja, und ist. die Wissenschaft sagt, dass wir von Affen Und stammen. Harut Glaubst du meinte das auch? ja, dass Aber Harut warte mal, meinte die eben gerade, Wissenschaft, dass die Menschen mit dem er springt. Dinosaurier Warte mal, zusammengelebt haben, aber die Dinosaurier waren halt in einem anderen Ort. die Wissenschaft sagt aber auch, dass dass der Mensch vom Affen stammt. Glaubst du das auch? Daran glaube ich nicht, aber Ja, das mit okay, der aber Erde, dann, dass es wie, aber die warum glaubst du Erde dann ist der mehr als Wissenschaft? 6000 Jahre Warum alt. glaubst du an Aber der Harun Wissenschaft? glaubt ja nicht, dass erst Ja, die warte mal, Dinosaurier da bleib mal waren kurz entspannt, und Bulli. danach die Menschen. Bleib mal kurz entspannt. Warum glaubst du dann der Wissenschaft, die Gott eh leugnet, die Gott hasst, die ja Es versucht, gibt auch Gottes Wissenschaftler, Existenz? die den Gott nicht verleugnen. Ja, und es gibt Das kann man ja Wissenschaftler, nicht die so deswegen sagen. nicht, und es gibt Vielleicht war Wissenschaftler, die derjenige, der das gemacht deswegen. hat, kein Atheist. Ja, und es gibt ja Kann ja deswegen sein. Wissenschaftler bis ins 18. Jahrhundert, die haben nicht an sowas wie Evolution geglaubt, sondern dass Gott der Schöpfer ist. Und jetzt mit der Neuzeit kam natürlich das Ganze, ne? Also Aber man kann darüber streiten. Es gibt Christen, also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da müsste man wirklich tief gehen. Ich habe mich damit auch ein bisschen befasst gehabt. Es gibt Christen, die sagen, dass die Erde älter ist, weil es steht ja geschrieben, auch im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Deswegen kann es schon sein, dass es die Erde, sage ich mal, gab, aber sie wüst und leer ist und dann Gott ihn also Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt den Menschen erschaffen hat. Aber wir glauben, dass der Mensch erst 6000 Jahre davor entstanden ist. Das glauben wir zum Okay. Beispiel zu 100%. Das ist Aber Adam und Eva. ich hatte auch Harun was zu dem Thema mit dem Dinosaurier gefragt. Also du glaubst auch wie Harun, dass die Dinosaurier mit den Menschen zusammengelebt haben, aber nur an einem verschiedenen Ort. Also dass die Also Dinosaurier nicht unbedingt mit den Menschen vermischt waren, sondern Pass auf. so an einem anderen Ort, wie Also es ja Harun sagte die vorhin. Bibel redet von Dinosaurier, steht im Buch Hiob und durch die Sintflut Genau. können wir auch bestätigen, dadurch, dass die Sintflut entsteht ist, können wir auch bestätigen, warum es noch Überreste gibt. Wie das jetzt genau war und so weiter. Schau mal, die Bibel ist kein, sage ich jetzt mal, wissenschaftliches Buch, sondern es ist ein theologisches Buch, aber hat auch natürlich wissenschaftliche Fakten in sich. Aber da, wo jetzt die Dinosaurier hier und da gelebt haben, das ist für mich jetzt irrelevant, weil wir wollen ja Gottes Wahrheit näher kommen, ja, und nicht wissen und der Wissenschaft. Wir wollen ja nicht der Wissenschaft näher kommen, die eh Gott leugnet. Verstehst du? Nee, Da müsstest du aber mir ja nicht, zustimmen als aber ja Muslim, oder? nicht jeder Wissenschaftler leugnet ja Gott. Oder willst du auch gegen Gott gehen? Nein, das ist jetzt was anderes. Ja, Weil aber du, schau mal, zum Beispiel, du sagst ja, vorhin, guck die mal, Wissenschaft ich sagt, nee, glaube warte ja mal, daran, dass die ich war ein Erde mehr Dummer. als 6000 Jahre alt ist. Von der Aber Erde ich können, finde von bei der, unlogisch, über die also Erde meiner können wir Meinung nach diskutieren. finde ich es unlogisch zu glauben, dass es die Erde erst seit Mein 6000 Lieber, Jahren ich gibt, habe es dir doch obwohl gerade schon die gesagt. Dinosaurier Ich habe es gelebt dir haben doch und man gerade mal die gesagt. Knochen gefunden hat Ja, ich und dann habe es dir doch identifizieren gerade konnte und so gesagt. weiter. Ich finde es Das deswegen habe ja ich dir halt doch alles unlogisch. bestätigt. Das habe ich dir doch alles bestätigt. Ich habe gesagt, über die Erde können wir diskutieren, aber der lebt seit 6000 Jahren. Der Mensch Nein. selbst, Adam und Eva, das glauben wir. Und ich hoffe, das glaubst du auch, weil dadurch dann die ganzen Propheten gekommen sind, wie Abraham, wie Noah. Shalom, Geschwister. Na, Gottes Shalom, Segen auch an Bruder. dir. Gottes Segen, Bruder. Shalom. Dir auch, Mathe. Genau, Bruder, richtig. danke dir. Ey, Bruder, Abu Ganja, du hast mir heute geschrieben, ne? Wer redet gerade? Bruder, ich, ja. Mark. Nee, Bruder, nicht ich, sondern mein Doppelgänger. Bruder, was hast du? Nein, nee, ernsthaft, mein Doppelgänger hat dir geschrieben. Es gibt Lama, hier zwei, drei Accounts. Lama. Es gibt hier zwei, drei Accounts, die gehören zu mir, deswegen. Bruder, ganz kurz, Marc. Wie heißt der? One Umma, wie auch immer, ne? Ja. Guck mal, One Umma, guck mal, ganz kurz. Erstens mal, es gibt kein Dogma. Das heißt, es gibt jetzt keine einheitliche Meinung, wie alt die Erde sein mag. Genau. Okay? Weil was bei Gott ein Tag ist, ist bei uns vielleicht 1000 Tage oder Jahre, ne? Du musst halt Ja. vorsichtig sein. Guck mal, im 2. Petrus Kapitel 3, ne, steht sogar, genau dieser Vers, was bei Gott ein Tag ist, ist vielleicht bei uns 1000 Tage oder 1000 Jahre, ne? Das Ding ist, es ist auch nicht wichtig. Ja, die kann 1 Million Jahre alt, sie kann auch 100 Jahre alt, das ist egal. Es geht um die Botschaft von Jesu, weißt du, egal was der eine sagt, ob 6000 Jahre, 7000 Jahre, 10 Millionen, das ist irrelevant. Um die Botschaft Christi ist dieses Thema irrelevant für uns. Verstehst du? Kann sein, dass der eine an sowas glaubt, an sowas, ist okay.
aber die ist für uns irrelevant. Du kommst nicht ins Paradies wegen sowas. Ja, Mann. Verstehst du? Ja, aber ach, ich meine, es ist doch wichtig, Bei was ist es weil wichtig? die, Bei was? nein, guck mal, weil Kommst du ins Paradies, wenn du sagen wir sagst, die mal, Erde ist du jetzt 6000 verleugnest, Jahre alt? nein, Bro, lass mir bitte kurz ausreden, weil Ja. sagen wir mal, in der Bibel steht, die Erde ist so und so viele Jahre alt und du verleugnest das dann. Wo Dann steht denn verleugnest das? du Ja, ja dann lies doch die mal vor. Bibel. Ja, Wo dann lies steht doch denn mal in der vor. Bibel, wo steht in der Bibel, wie viele Warte, Jahre alt sie ist? Bruder, ich nein, schwöre nein, dir, Bruder, ich das kann man nagel sich den jetzt. ausrechnen bei dem Vers, Und mal Bruder. ganz kurz, zeig mir die Quelle, wo das steht. Nein, ich habe ja ein Beispiel genommen. Beispiel Nein, steht dann in der sag kein Bibel. Beispiel, was nicht existiert. Du kannst Nein, nicht sagen, in der Bibel steht so und so. in der Deswegen Bibel sage gab ich es zu einen dir, Vers, gab es Habibi, hör einen mal Vers, zu. was man ja ausrechnen konnte. Und Hör bei mal der zu, eure Ausrechnung kam Mathematik, man halt darauf, guck dass die mal, Erde eure 6000 Jahre Mathematik alt hat mir ist. schon bei Wie es Rebecca der Bruder gemerkt. Haru Hör mal zugegeben zu, hat. hallo. Hör Eure du mal. Mathematik Ey, hat mir schon entspann bei dich mal. Rebecca Du schon bist ein bisschen gemerkt. Eine aufgeregt, glaube ich. Katastrophe, Entspann okay? dich mal ein bisschen. Du sollst nicht, wie Habibi, dich hör jetzt doch hier zu, ich erkläre anschreien. kurz was. Komm mir nicht mit Mathematik, okay, mit Rechnen, Hö? hier ausrechnen. Komm mir Hö? nicht sowas. Komm mit vernünftigen Themen, nicht mit sowas. Das Thema ist abgehakt. Ich habe dir Nein, gerade eben aber erklärt. der Habibi, hör Bruder doch Arut hat es zu. ja zugegeben. Hör mal Warte zu, das mal, Thema ist warte mal, abgehakt. Red doch über andere Themen. warte mal. Ich habe eine Frage Wieso jetzt über an dich, andere. Themen? Ich habe das Thema jetzt angesprochen. Warte mal, Das, warte mal. Bruder, ich habe dir Egal, doch glaub gesagt, einfach, dass die Sonne es ist unter für eine uns nicht Stelle heizrelevant. untergeht, dann Ja, für passt das dich schon. vielleicht, aber für Warte mich mal, relevant für uns. warte mal, ich habe eine Frage an dich jetzt. Du hast ja alles, wir haben ja alles beantwortet. Nein, Lass uns Haru, doch bleib mal mal. bitte bei dem Thema. Wir reden Guck jetzt über mal. das Christentum. Über den Das Islam ist können wir uns später typisches warte unterhalten. Das mal, ist typisches Islam. Wenn es um islamische Themen geht, will man nicht Haru, reden. bitte ändere jetzt nicht das Thema. Haru. Ich weiß, du hast gesagt, Ich du hab hast doch nicht so viel gesagt, ich Wissen. hab doch Aber hör gesagt, mal ich zu, bin. hör mal, du redest, Ich mein hab doch Freund, du gesagt, ich will redest bei die dem Thema. ganze Zeit, mein Freund, sei doch mal ruhig. Oder Du er redest sagt, er zu hat viel. nicht viel. Er sagt, er hat Ja. nicht viel Wissen, aber will uns Haru, irgendwas aus Mensch, der Bibel entspann dich. erklären. Ich hab doch nur was gefragt. Wieso Warte schreist du mich mal. jetzt an? Volles Hör doch. unnötige Thema, ehrlich, voll Warte mal, unnötig. das ist Nein, ich Kindergarten. Guck finde mal, es wir wichtig. reden hier mit Ich finde es erwachsenen wichtig, weil Weißt du, was da wichtig 6000 ist? Weißt du, was Jahre wichtig steht. ist? Soll ich dir sagen, was wichtig ist? Wie kannst du Sag mal. 72 Jungfrauen neben Allah bumsen im Paradies? Der Erklär mir jetzt mal. Hadith ist daif. Erklär mir Der mal, wie Hadith kannst du ist bumsen daif. im Paradies mit Der 72 Hadith ist Jungfrauen? daif. Ja, mit Ja, schwellenden Hadith Brüsten, Hure, ist daif. 78, Vers 33. Schwellende Ha. Brüste, wie bummst du neben Allah rum? Bruder, Mit Bruder, ihr Dummy oder ohne bekommt Dummy? Erklär mir mal. Paradieshuren. Laut Erklär der mir mal. Bibel bekommt ihr Nein, ganz Paradieshuren. kurz, ganz kurz. Wie ist Kann der ich Hamdi Thema auch wechseln? zu Ich Haru sag gesagt dir, hat? was Wo ihr dann relevant neben ist. Jesus kackt in einem Habibi, Paradies. hör mal, Was ich schmeiß den raus, Warte, 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 warte. Kacken, Digga. kacken. Zeig Schmeiß mir mal. Wo steht denn das? Komm, ich lesen vor. den raus. Ein Kind, Das ist, Digga, einfach die ein werden Kleinkind. komm, Schau mal, zeig dein mir, Kind. wo das in der Bibel Gebrainwashed, steht. Bruder, die Wie? werden gebrainwashed. Das ist einfach so. Habibi, ich weiß doch. Guck mal, ich sag ihn, Sure 78, Vers 33. Er gibt mir keine Quelle. Nur am Labern. Alles von Hamdi, diese PDF von denen. Abo, diese Abo-Tricks. Die können gar nichts, Bruder. Das sind Ja. solche Kinder. Einfach nur Kinder. Kommt doch. Wan Ja, Oma. Bruder. Guck Was, mal, Mann? Wan Oma, du bist ja noch da. Du bist gerade mal volljährig. Alles gut. Aber wir sprechen hier, also wir sind erwachsene Leute hier. Und du redest die ganze Zeit dazwischen. Mit dir kann man gar nicht reden, mein Freund. Das ist ein Du Kind, bist Bruder. noch Wenn er ein schon Kind. sagt, im Himmel kacke, guck mal, schon dieser Spruch, Bruder, direkt rausschmeißen, weil das ist irrelevant. Das ist Guck mal, Zeitverschwendung. Schon so ein er hat auch Spruch. kein, richtig, er hat auch überhaupt keine Ahnung. Pass auf, ich will dir eine Frage stellen. Ja, du hast ja von Wundern gesprochen. Das heißt, wir müssten ja auch davon ausgehen, dass Allah zum Beispiel, weil du hast gesagt, das erste Wunder war der Mensch, dass er 365 Knochen hat. So. Also müssen wir auch davon ausgehen, dass Allah uns zufriedenstellende Antworten gibt, wie ein Mensch erschaffen wird. Und deswegen habe ich hier in Sure 23, in Vers 13, eine Frage. Allah sagt nämlich, hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Nenn mir einen Arzt, der uns bestätigen kann, dass aus Niemals. Samentropfen, ja, ein Anhängsel wird, dann zu einem Blutklumpen. Ja, es wird ja hier falsch übersetzt. Ich sage ja hier, diese Bubenheim und Elias, das sind diese zwei Engeln, die die Menschheit verwirrt haben, Harut und Marut. Ja? Dass aus diesem Klumpen dann Knochen wird. Und dann aus dem Knochen wird mit Fleisch bekleidet. Yani,
Allah wusste selber nicht. Also erst Knochen und dann Fleisch, ja? Bruder, das sind Geschichten aus dem Paulaner Garten, Alter. Ohne Auf Witz. jeden Fall, Richtig. Bruder. Das ist echt. Bruder, aber allein, schau mal, weißt du, also der Koran ist schon so leicht widerlegbar, wenn du einfach mal guckst, aus welchen Quellen der kopiert hat, ne? Zum Beispiel Sure 5, Vers 110, wo es ja darum geht, dass Jesus ja aus Lehm einen Vogel erschaffen hat. Oder zum Beispiel auch die Koransure, dass Jesus aus einer Krippe geredet hat als Baby, ne? Bruder, das ist alles aus Apokryphen geklaut, aus dem Thomas-Evangelium. Das ist irgendwann im zweiten, dritten Jahrhundert entstanden, wurde als gefälscht identifiziert und das ist eiskalt, Bruder. Dieselbe Geschichte findest du im Thomas-Evangelium. Richtig, richtig. Und das wissen die einfach gar nicht. Die sagen, der Aber Koran ist ein Marc, ihre Buch. Schiuch, viele von denen, glaubt mir, die wissen das. Glaubt Ja. mir, die wissen das, aber die geben es nicht zu. Ja, auch Shabir Ali, ne, dem wurde ja diese Ja. Frage gestellt. Ich habe mir da das Video von dem angeguckt. Bruder, der hat echt, der ist gar nicht auf die Frage eingegangen, hat gar nicht irgendwie die Frage beantwortet, sondern nur drumherum geredet. Das ist eine Katastrophe im Islam. Die sagen, der Koran ist ein Wunder, aber der kopiert Geschichten aus Apokryphen. Wahnsinn. Bruder, du Katastrophe, hast doch gerade Dings. eben gemerkt, guck mal, dieses kleine Kind, ne? Mit zwei Härchen im Gesicht wahrscheinlich, der sagt, doch, es ist sehr, sehr relevant. Wie alt und dies, das. Bruderherz, relevant ist was ganz, ganz anderes. Ja, der kennt die Botschaft gar nicht, was in der Bibel überhaupt, was Jesus überhaupt uns sagen möchte. Er versteht es nicht. Er möchte irgendein Thema nehmen, sich ein bisschen lustig machen, aber da gibt es nicht mal irgendwas zum lustig machen. Also ich verstehe das nicht. Er sagt, Kacke im Paradies. Zeig mir doch mal die Quelle. Ja, Digga, das ist Wo traurig, steht denn Mann, das? Ja. Bruder, das gibt's nicht. Das Schlimme ist, ich würde es verstehen, wenn es drin stehen würde, zusammen lesen, vielleicht gucken, was damit gemeint ist. Kein Problem, ne? Da können wir wirklich das Thema aufmachen. Es steht nicht mal drin. Das ist das Schlimme. Es steht nicht drin. Guck, was er schreibt. Harut, flüchte nicht. Pass auf, wir geben ihm gleich noch eine Chance, dass er dieses Desaster erklären kann. Ich hoffe, dass er selber dazu einen Tafsir Okay, schreibt, weil ich hol ihn mal verpasst. hoch. Genau. Genau. Hol ihn hoch. Und zwar, hier, guck mal, es gibt jemanden, der heißt Richard Dawkins, der hat Ahnung von Embryologie, ja? Und schau mal, wie er das schreibt, wie lustig er das schreibt. Zum Ausflug in die Embryologie schreibt er, ich denke, nichts heilt effektiver von der Idee göttlich offenbarter Embryologie als eine Beschäftigung mit tatsächlichen Abläufen in der Embryonalentwicklung. Die relevanten Informationen zu dieser Entwicklung haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was bei Galen und im Koran steht. Und dann schreibt er, sorry, aber sowas kann man nur glauben, wenn man nichts von Embryologie weiß. Die wirklich relevanten Informationen sind nicht solche Allerweltsbeobachtungen von Samen und Blutklumpen und Gebärmutter, sondern Chromosomen, Gametogenese, meiotische Teilungen, Implantation und so weiter und so fort. Hier erklärt er das und erklärt dann auch, was diese Samenphase ist, Blutklumpen, Fleischklumpen. Das kommt überhaupt gar nicht bei einer Vorlesung in der Embryologie vor, wenn die Leute studieren. Und der Koran behauptet, dass Professor Dr. Mohammed es besser verstanden hat als die heutigen Doktoren. Ja, das ist echt krank, Bruder. Hol ihm mal diesen Munafik hoch, Bruder. Yes. Endlich bin ich hoch, Guck mal, Alhamdulillah. hör mal zu, hör Also, mal zu. Guck mal, ich komme rein und es wird guck nicht mal, hallo. geredet. Erstmal, guck mal, wie alt bist du eigentlich? Und hör mal, wie alt bist du eigentlich? Wie alt bist Okay, du? Taib, rede. Wie alt bist du? Hä? Wie alt bist du? Ich bin 16, Alhamdulillah. Okay, Bruder, der ist 16. Redst du mit deinem 16-Jährigen? Ah! Bruder, jetzt wundert mich gar Ja. nichts mehr. Mit einem 16-Jährigen mit einem Entschuldigung. Schnulli im Mund, Bruder, und macht hier Genau. Theater. Weißt du, was ich meine? Es ist für uns sogar eine Blamage, mit so einem zu sprechen. Ein kleines Kind mit Pampers, Abo Das Pampers. ist nicht nur für uns, es ist für seine ganze Religion eine Blamage, Digga. Dass so Richtig. einer Autorität nimmt und über seine Religion redet und keine Ahnung hat. 16-Jähriger, überlegt. Jetzt wundert mich nicht, warum er so kindisch schlappt. Wieso, als wäre er von Jins irgendwie besessen oder sowas. So wie gestern, als der, wie heißt der, als wir das Video gezeigt haben, wo Abu Margin bei seinem Meister Ärger bekommen hat, Janne. Popoklatsche. Achso, gestern? Ah, Marc, warst du nicht da, Marc? Du Mark. hast. Oder doch, ich hab danach reingeguckt und hab dann mitbekommen, dass ihr mit ihm geredet habt. Da, der Ja. Hamdi kam danach, weil der Hamdi hat sich so. Guck mal, du musst überlegen, Bruder. Der Abu Margin war oben, ne? Der hat wirklich null Ahnung. So.
Und da haben die ja die ganze alles beobachtet und gemerkt, scheiße, der Abu Majin blamiert die ganze Umma hier in TikTok, ne? Hamdi kam hoch, Abu Majin, wenn du hast keine Ahnung, was machst du da? Hä? Rede nicht, wenn du hast keine Ahnung, gehst raus. Ja, Digga, das sieht man doch, Mann. Und was das Schlimmste ist, er sagt so einen Hadith, was ein Bruder vorgelesen hat, sagt er, dieser Hadith kenne ich nicht, das ist Schiiten. Warte mal, wenn du es nicht kennst, warum sagst du Schiiten? Und das Schlimme ist, das ist gar kein Schiiten-Hadith. Es war gar kein Schiite, genau. Ich hatte hier mein Handy gerichtet auf ein anderes Handy. Und du weißt ja, da kann man auch TikTok installieren. Zwar nicht reingehen ins Live, aber trotzdem mitverfolgen, wenn man den Benutzer sieht. Ja? Und dann hatte ich mein Handy da drauf und dann hat man richtig gesehen, wie der den erstmal fertig gemacht hat. So, ja, nee, du hast keine Ahnung, das ist Blamage. Und so Stimmt, die waren in ihrem Leute Stream. Haben die so mitgelauscht. Genau. Und die haben alle mitgelauscht und gelacht und alle so, guck mal, wie traurig der ist, wie am Ende der haben die gerade. Das wurde aufgenommen, Bruder. Das wurde sogar aufgenommen. Bruder, das Ding ist, weißt du, Bruder Harut, ich habe ja das jetzt bei dir so ein bisschen beobachtet, ne? Das Ding ist, du zeigst halt immer Quellen, du gehst sogar auf die Tafsire ein und so und die springen und Bruder Harut erklärt wirklich wie ein Lehrer. Bruder, er erklärt wirklich wie ein Lehrer. Ihre eigenen Sachen rein, ne? Ja. Und da merkt man, dass sie doch selber eigentlich innerlich, die haben ein großes Problem mit ihrer Religion, aber weil der Stolz ist bei denen da und die wollen das irgendwie versuchen rechtfertigen, ne? Allein schon diese katastrophalen Hadithe über Mohammed, ne? Also mich wundert es nicht, dass es Koraniten gibt, die das. Da ist doch da einer, der Alimo, unser Abi, unser Amja. Alimo Amja. Mit dem habe ich auch schon oft geredet, Bruder. Der soll echt den Herrn annehmen, Mann. Der weiß der auch wird noch, selber, Bruder, der wird Jesus noch, ich merke es. Der wird noch, Bruder. Der ist kurz davor. Der ist kurz davor. Das ja, merken wir beten für den. Also Jungs, ich verabschiede mich aber. Ich schaue auf jeden Fall noch rein. Gottes Segen euch. Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Macht weiter, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. So, jetzt natürlich einen schönen Abend an den Herrn Vag Odinson, beziehungsweise ich hoffe, man kann dich so nennen. Wir haben schon geredet, weißt du, ja? Wir haben schon gesprochen, ja, genau. Ja? Ach ja, stimmt. Und zwar, meine Frage ist, warum der Heidenanbeter, ach Digga, komm, egal, warum hat Jesus so lange gebraucht, um auf die Erde zu kommen? Also, er hat ja das Judentum entstehen lassen und ist erst viele tausend Jahre danach gekommen. Warum hat er das eigentlich gemacht? Was war jetzt genau deine Frage? Wieso hat er so lange gebraucht oder was? Ja. Warum kann er nicht sofort eine richtige Religion machen? Warum lässt er die Menschen, keine Ahnung, Ich habe deine Frage wirklich nicht ganz, nicht böse gemeint, nicht ganz verstanden. Du meinst jetzt, ich will es ganz kurz wiederholen. Wieso hat sich Jesus so lange Zeit gelassen, bis er gekommen ist? Ja. Und wo hat er sich aber Zeit gelassen? Wo? Ja, er hat ja das Judentum war ja vor dem Christentum. Das stimmt, ne? Das ist ja kein Geheimnis, genau. Und das Judentum ist ja laut laut der Bibel falsch, denn sie behaupten, dass nicht, nein, das Judentum ist nicht falsch. Nein, guck mal. Warum? Das Judentum ist nicht falsch. Das sagt auch kein Christ. Nicht das Judentum ist falsch, sondern die Juden akzeptieren Jesus nicht. Das Judentum ist schon richtig, aber sie praktizieren quasi die Stellen mit der Prophezeiung, die um Jesus gehen, praktizieren sie falsch. Die sagen, dieser Jesus, wo gekommen ist nicht der wahre Messias, weil sie haben ja dieselbe Schrift wie wir. 1:1, die haben dieselbe Schrift. Okay? Das Judentum an sich. Nicht ganz, aber egal. Doch, das ist 1:1 dasselbe. Also, guck mal. Ihr glaubt nicht an den babylonischen Talmud, ne? Das ist doch nicht die Tora, Bruderherz. Genau. Ja, aber das gehört zum Judentum. Nein, das ist nicht die Tora. Wir reden hier von der Schrift. Es ist eine Exegese. Ich erkläre dir mal was. Okay. Die Tora, also das Alte Testament, ist nicht der Talmud. Der Talmud ist eine rabbinische Auslegung der Tora. Okay. Und die gehört nicht zu den heiligen Schriften. Das heißt, die heilige Schrift ist nur die Tora, Bruderherz. Das andere ist eine Auslegung von Rabbiner, ungefähr 300 Jahre nach Christus, ist das heutige Judentum, was du heute siehst, also das rabbinische Judentum von heute, ist ungefähr 1700 Jahre alt circa, ich muss nochmal nachlesen, also auf jeden Fall nach Christi. Warum? Weil da stehen sogar Sachen über Jesus und über die Mutter Maria sogar. Ja? Also ist es nach Christi geschrieben. So. Und der ist für uns irrelevant. Wir können ihn lesen, hat aber für uns kein Gewicht. Okay. Okay? Also ist er so gesehen irrelevant für jeden einzelnen Christ auf dieser Welt. Der Talmud gehört nicht zur Tora und der Talmud ist keine heilige Schrift, sondern nur eine Auslegung. So, jetzt kannst du weiterreden, Bruder. Okay.
Ich oder Ja, du, ich habe ja deine Frage Kroatien? beantwortet jetzt. Was, Du hast ja noch was? mehr Fragen, ne? Genau. Nein, ja, genau. Warum hat er sich so lange Zeit gelassen? Also, bis er halt kommt auf die Also, Erde dann. also meinst du wie im Neuen Testament beispielsweise? Ja. Aber er hatte doch gar nicht, weil Jesus ist ja auch der Gott des Alten Testaments. Ja, aber er war ja nie auf der Erde. Und wenn man dann das Argument nimmt von Christen, dass der Unterschied zwischen Jesus und all den anderen Göttern ist, dass er gezeigt hat, dass er Gott ist. Und bevor er auf die Welt war, ja genau dann eigentlich genauso wie die anderen Götter, er hat sich dann auch nicht gezeigt. Bruder, verstehst du ihn? Also ich habe die Frage nicht ganz verstanden, Harut. Hast Ja, du? also guck mal, Vag Odinson, wie erklären dir das? Ja. Gott hat selbst Zeiten bestimmt. Gott hat selbst Zeiten bestimmt. Der Okay. allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde. Und er hat auch beispielsweise eine Zeit bestimmt, wann er wiederkommt. So wie er in den Wolken zurückgegangen ist auf seinen Thron, ja, Ja. so wird er auch wiederkommen. Und wir wissen aber nicht wann. Wir können dir jetzt nicht direkt, beziehungsweise direkt eine Frage stellen, also die Frage beantworten, zum Beispiel, wann er wiederkommt. Das weiß keiner. Genauso gut können wir theologisch dir jetzt nicht sagen, warum hat er sich so viel Zeit gelassen? Weil er hat, wenn du im Alten Testament liest, hat er die Kinder Israels immer wieder ermahnt durch die Propheten. Deswegen steht ja auch im Neuen Testament geschrieben, dass Gott durch vielerlei Weise gesprochen hat und durch Propheten und zuletzt durch seinen Sohn. Das heißt, Gott hat durch Propheten gesprochen, hat das Volk versucht, recht zu leiten, zu warnen, zu Buße und zur Umkehr aufzurufen. Und sein Volk hat das aber getan, beziehungsweise nicht getan. Oder wenn sie es getan haben, dann wieder zurückgefallen in Sünden. Und in dem Alten Testament steht geschrieben, dass irgendwann mal der Messias kommen wird. Ja? Ja. Und er ist dann gekommen und die Menschen, die wahrhaftig an die Schriften geglaubt haben, ja, nicht die Pharisäer, nicht die Schriftgelehrten, nicht die Heuchler an sich, sondern die, die wirklich von der Schrift Ahnung hatten, und von ganzem Herzen an diesen Gott auch geglaubt haben, wie zum Beispiel Johannes der Täufer. Weil der Johannes der Täufer hat, als er den Herrn Jesus Christus gesehen hat, hat er gesagt, siehe, hier ist das, da ist das Lamm Gottes, was die Sünden der Menschheit hinwegnimmt. Ja? Gott hat selber Zeiten festgelegt für die Entstehungsgeschichte, wann die Propheten gekommen sind und dann auch, wann der Herr Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Das heißt, so lange ist das jetzt eigentlich gar nicht auch her. Die wichtigere Frage ist, dass zum Beispiel jetzt persönlich gesehen du, was ich dir Ja. auch schon beim letzten Mal gesagt habe, dass du dir nicht so viel Zeit lässt, mein Lieber, Bei was? dass du dich bekehrst und, wie ich dir beim letzten Mal gesagt habe, dich für den Herrn Jesus Christus entscheidest, weil das Ding ist, er kann genauso gut dieselbe Frage dir irgendwann stellen. Warum hast du dir so viel Zeit gelassen, dass du dich bekehrst? Weil er war ja schon vor über 2000 Jahren da. Ich habe ihn ja nie Und gesehen. ja, und der Herr sagt, glückselig sind die, die glauben und doch nicht Aber gesehen nicht haben. sahen, ja, ich erkenne das. Genau. Das heißt, ich weiß nicht, was in deinem Herz vorgeht, Odinson. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber immer noch daran, von ganzem Herzen. Weil ich viele kenne. Ich kenne wirklich viele Ex-Muslime, ich kenne viele Heiden, ich kenne viele Namenschristen, die sich dann bekehrt haben. Und du weißt, die meisten, die hochkommen, haben auch eine Lebensgeschichte zu erzählen, wie sie den Herrn gefunden haben. Ich glaube, als du vor einiger Zeit auf die Knie gegangen bist, und das habe ich dir schon mal gesagt, dass jetzt, wo du immer in christlichen Streams bist, dass das ein Ziehen Gottes ist. Ja, und dass Gott dich halt in dem Sinne nicht nur vorbereiten will, sondern er will wirklich, dass du alles hinter dir lässt und Ja. dich für ihn entscheidest. Und eine bessere Antwort und eine klarere Antwort kann ich dir nicht geben. Ich hoffe einfach, dass du es tust, auf die Knie gehst und dich für diesen lebendigen Gott entscheidest. Für den Herrn Jesus Aber Christus. ich verstehe das eine Sache. Ich habe jetzt das alles so verstanden, so im Kontext, aber etwas verstehe ich wirklich nicht. Was hat das mit Gott zu tun, wenn ich in Lives bin, wo über Religion geredet wird, allgemein? Also, was hat das damit zu tun? Was genau? Nochmal, Ich entschuldigen, habe es auch nicht verstanden. Nochmal, Wack. den Anfang Ich habe habe ich. gesagt, was hat das mit Gott zu tun, wenn ich in Lives bin, wo über Religion geredet wird oder vorgelesen wird und so weiter. Also, was hat das mit Gott zu tun?
Ja, weil Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Das heißt, du musst wirklich in der Tiefe verstehen, ja, dass du geliebt wirst von deinem Schöpfer. Das musst du erstmal verstehen, dass du aber in diesem Zustand, wie du jetzt bist, unversöhnt mit ihm, nicht deine Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Warum? Weil wir einfach Sünder sind und keine Sünde kann vor diesem heiligen Gott bestehen. Und warum du in diesen Streams bist oder warum du mal eine Bibel gelesen hast, aber bleiben wir jetzt bei diesen Streams, ist meiner Meinung nach nicht sinnlos. Du bist nicht sinnlos bei hier oder hast nicht sinnlos Gespräche. Und zwar glaube ich einfach fest daran, dass du auch in deinem Herzen oder irgendwie wo gesucht hast oder so. Und du hast ja schon selber mal gesagt, du hast Gott gefragt, du hast Jesus gefragt, ob er der Weg ist und die Wahrheit ist. Und ich glaube, dass das sozusagen die Vorbereitung ist und auch das Zeichen dafür ist, warum du in diesen Streams bist. Das sind aber 6 Monate her, das ist schon, oder Kein Problem, vielleicht. es ist nicht so lang, weil du hast ja eben gesagt, warum hat Jesus so lange gebraucht? Und das Ja. möchte ich, dass das für dich nicht so lange wird, dass du jetzt nicht noch Monate und Wochen und Jahre vergehen lässt und irgendwann dieses Ziehen weg ist, weil ich bin ja auch nicht für immer hier bei TikTok oder Natürlich. online. Ja. Aber die Predigt bleibt immer, Gottes Wort bleibt immer. Du kannst immer die Bibel lesen, du kannst immer über YouTube und eine Predigt hören. Oder beispielsweise ab morgen gibt es kein Internet mehr. Stell dir mal vor. Ja, Riesenchaos, aber es gibt immer noch die Bibel dann. Ja, und Millionen anderen Büchern natürlich, die man sich durchlesen kann. Ja, das stimmt. Aber im Endeffekt gibt es nur einen Gott, der für uns hier auf diese Erde gekommen ist, ein perfektes Leben gelebt hat und uns so sehr geliebt hat, sagt die Schrift, und so sehr geliebt hat, dass er alles gegeben hat. Das heißt, er hat sein eigenes Leben für uns gegeben, geopfert, damit du ewiges Leben hast. Denn es steht ja geschrieben, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das hat keiner gemacht. Keiner hat das gemacht. Keiner ist auch erwiesenermaßen gestorben und danach auferstanden. Alle Menschen jemals sind gestorben und Ja, weil sind im das nicht Grab. geht. Wir sind ja Menschen. Ja, und einer hat es bewiesen halt, aus Liebe für uns, aus Gnade für uns. Also das ist die Gnade Gottes. Und ich hoffe, dass du das halt annimmst. Also, keine Ahnung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll ich, keine Ahnung, meine Vorfahren, alles, wofür ich stehe, beiseite lassen und einfach Christ werden oder irgendwie sowas. Ja, ich empfehle dir wirklich von ganzem Herzen, dass du diese Entscheidung triffst. Aber ich wünsche mir auch, dass du anfängst, einfach mal die Bibel zu lesen, um Mache selber ich. auch, ja, okay, wenn du weiter liest und aufrichtig liest und wirklich forschst in der Bibel, Ja. mit wirklich offenem Herzen, also jetzt nicht mit Vorurteilen, und wenn du die Geschichten so annimmst, dass es da Geschichten gibt, wo Menschen böse waren und Ja. natürlich auch ihre Strafe bekommen hat, ja, weil Gott ist ja auch gerecht. Wenn du unvoreingenommen das Natürlich. Neue Testament mal liest, zum Beispiel das Johannesevangelium, dass du wirklich mal den Herrn, weil er nennt sich ja auch, sein Name ist ja Jesus Christus, das heißt, Gott rettet, ja, der Messias, wer überhaupt er ist und was er überhaupt getan hat und wie er sein Charakter war. Und Und das Schöne ist, Bruder, kennst du einen Gott, Wag? Kennst du einen Gott, der sowas für seine Schöpfung getan hat, dass er sich Also, geopfert hat? Allvater hat genug getan. Wer? Allvater. Ein was? Odin. Ach so, du redest so, oh, ich denke schon, was Entschuldigung, bin ich überredet, bin ich was immer hat so Odin, redhaft, was hat kann ich Odin das gemacht? sagen? Naja, ist halt, er hat nach Wissen gesucht und er hat die Riesen von diesem Planeten weggesäubert, damit wir leben können. Einen Verstehst du? Riesen. Die Riesen, Die Riesen hat er nicht weggesäubert. ein. Natürlich. Und was haben Die die Riesen da hier, für eine Funktion gehabt? die sind für Zerstörung. Nicht alle, aber die hier Also wie die schon. Zyklopen quasi. Ja, aber nicht so aus diesen komischen Gebrüder Grimm-Dings da mit einem Auge, sondern das waren halt große
Kreaturen, die. Also du glaubst auch an Valhalla, ne? Du glaubst auch an Valhalla, natürlich, oder? Natürlich. Wäre ich, wenn ich sagen würde, dass. Also, weil Valhalla ist ja so wie der islamische Harem, das weißt du, ne? Also, nein, das hat sehr viel Ähnlichkeit. Natürlich. Nein. Das ist sehr, sehr ähnlich. Nein. Natürlich. Dann erklär mir mal, was der Valhalla ist für die Zuschauer. Erklär uns mal Valhalla. Ja, warte, ich werde gleich lachen. Erklär mal, was Valhalla ist. Harut, hör zu, okay, Bruder? Wir haben keine 72 Jungfrauen. Nee, erklär uns, was Valhalla bei euch ist. Komm, erklär mal. Ah, okay, also in meinem Glauben ist unser Leben danach, also hängt davon ab, wie wir gestorben sind und wie wir gelebt haben. Sagen wir mal, ihr seid gerecht gestorben, so wie so wahrhaftig. So. Wenn ich gerecht gestorben bin, komme ich nach Helheim und bekomme ein halt ein großes Haus oder ein Palast. Krass. Und kann da die Ewigkeit verbringen. Und bin ich aber ein wahrhaftiger Krieger gewesen, das heißt, ich bin für mein Volk oder so gestorben und habe für die Gerechtigkeit gekämpft. Ja. So hat die Göttin Freya zuerst Anspruch, um nach Völkfangel zu, also den Menschen zu nehmen und danach Odin. Und er nimmt halt seine Soldaten nach Valhalla. Und was kriegt man in Valhalla? Das hast du mir immer noch nicht beantwortet. Ah, da bekommt man sehr viel Bier. Also Met, das ist eigentlich kein Bier, das ist eher Honigwein. Und was noch? Man trainiert halt sehr oft für Ragnarök. Und ja, man kann mit den Vorfahren an der Tafel sitzen und mit den Göttern trinken. Auf sie natürlich. Interessant. Und was noch? Gibt es auch Frauen oder irgendwie Sex oder sowas? Davon habe ich bis jetzt nichts gelesen. Ich weiß es nicht. Kann sein. Weil wenn du möchtest, können wir mal das Thema auch mal aufmachen das nächste Mal. Dann kann ich dir mal Sachen zeigen, die bei euch in Valhalla abgehen. Also das ist wie gesagt wie im Islam, also sehr viel Ähnlichkeit. Deswegen hat ja auch damals schon Hitler auch schon sehr den Islam gelobt, weil er sehr viele Ähnlichkeiten da gesehen hat. Aber wir können, wie gesagt, das nächste Mal darüber sprechen. Das uns vertiefen, nicht heute. Aber können wir gerne mal darüber sprechen, Vark, ist kein Problem. Okay. Da wirst du merken, wie ähnlich Valhalla und der islamische Dings ist. Also die Germanen mochten die Muslime nicht ganz besonders. Ich weiß, ja, ich weiß, dass die Germanen die Muslime nicht so mögen. Ich hoffe, du weißt, was sie mit denen gemacht haben. Ich bin da schon belesen. Ja. Das Ding ist aber, dann finde ich es aber von deinen Leuten sehr verräterisch, dass man aber mit denen zusammen eine Sache gemacht hat. Ja, und einer Brüder im Geiste, ja. Welche Sache? Die SS-Division. Wie viel gab es schon davon? Nein, warte kurz. Das ist jetzt ein Real Talk. Bitte separiere Glaube von Politik. Hitler hat keine Ahnung von diesen Dingen. Er hat von der nordischen Religion. Oh, glaub mir. Warte kurz. Er hat keine Ahnung von. Er war ein Atheist. Er hat diese Dinge benutzt und auch das Christentum, um die Menschen zu kontrollieren. Das hat nichts mit den Sagen und mit den Germanen zu tun. Die Albaner waren in der SS-Division und das sind eigentlich völkisch Christen. Und ich will auch nicht sagen, dass Jesus ursprünglich war. Ursprünglich, ja, sind aber zu 90% Muslime, also kannst du das nicht. Ja, aber das sind Osmanen. Also das sind eigentlich keine Albaner. Also wahre Albaner sind Christen. Ja, das ist ein anderes Thema. Egal, katholisch. Auf jeden Fall, Vark, guck mal, ja, ist ein langes Thema, ist auch egal. Guck mal, Vark, wie das gesagt, hat wir können nichts das. Nichts mit dem Glauben zu tun. Ja, sagen alle irgendwie komischerweise. Aber guck mal, das Ding ist. Ja, guck, das ist auch wieder das Ding bei Christen. Nein, das ist ein anderes Thema. Man erklärt euch das. Ich habe mich auch gut. Guck mal, ich könnte jetzt mit dir wirklich diskutieren darüber, weil ich bin wirklich belesen, auch mit dem Thema, mit der nordischen Mythologie. Ich kenne mich da gut aus, auch mit der Politik, aber das möchte ich jetzt nicht machen, weil der Stream ist von Bruder Harut. Hier geht es um die Bibel und um den Islam. Wie gesagt, Vark, wir können gerne darüber reden, weil ich habe Interesse, ist kein Problem, aber ein anderes Mal. Wenn du Fragen hast, Vark, kannst du sie immer noch stellen. Ansonsten müssen wir jetzt ein paar Mohammedaner hochholen. Es gibt niemanden, der sich Mohammedaner nennt. Weil, das Wort Mohammedaner, das weißt du schon, das war weltweit verbreitet, ne? Es gibt niemanden, kein wahren Muslim, der sich Mohammedaner nennt. Das ist verboten. Keine Ahnung, wo du das hast. Okay. Aber egal. Das stimmt, man nennt sich nur Muslim, das war's. Im Dritten Reich hat man Muslime selber Mohammedaner genannt. Aber die Menschen im Dritten Reich hatten keine Ahnung. Ja gut, alles klar, Vark, kein Problem. Okay, Odin, pass auf. Ja, wie gesagt, du hast eben schon die richtige Frage gestellt. Ja. Ja, und zwar, ich glaube, dass das aufrichtig erklärt war von dir. Ja, du hast ja gesagt, dass du Christ werden sollst, in dem Sinne. Ja, das stimmt. Ja. Aber es zwingt dich keiner, versteh das bitte nicht falsch. Such bitte weiter und
Wie gesagt, wie der Bruder schon gesagt hat, dass wir gerne darüber mal reden können, wann das entstanden ist, ne? Und das gibt es, glaube ich, erst mal seit ein paar hundert Jahren oder so, ne? Weißt du ja selbst, diese heidnische Religion mit dem Gott Odin, das ist ja ein, habe ich ja gerade gelesen, so ein einäugiger älterer Mann, und dann gibt es ich lache auch nicht über Christus, Digga, das ist so. Nein, das ist ein einäugiger älterer Mann. Ey, wie steht das? Nein, ich sag ja nicht über dich, ich sag über der unter mir, der sich da kaputt lacht. Aber egal. Nein, aber nein, guck mal, hier steht Vag, bitte, versteh mich nicht mal, als er gesagt hat, einäugiger, gell, das hat mich auf jeden Fall an den Dajjal, also im Islam gibt es ja einen, der heißt Dajjal und der ist auch einäugig. Und das ich hat weiß, mich an wer erinnert. Das ist, ich weiß, nur, Patrick, Vag, nur Patrick, deswegen, Odin, mehr nicht. Odin, okay, aber Odin hat ein Auge, er hat sich das selber rausgerissen, mehr nicht, er ist nicht der Antichrist. Hier steht auch irgendwie geschrieben, dass er mit so Raben über die Erde fliegt und sammelt so Informationen. Ogin und Moni, natürlich. Die Rahmen sind echt cool. Ich habe sie als. Ah nein, ich habe sie nicht. Ich habe sie mal gezeichnet. Die sind sehr schön. Okay, aber Hand aufs Herz. Fakt ist, dass es den Gott des Alten Testaments viel länger gibt, richtig? Das heißt, diese heidnische Religion ist neu, in dem Sinne neu. 200-300 Jahre, ne? 200-300 Jahre. Nicht mal. 130 Jahre oder so. Nein, Harut, ich lache dich jetzt ungern aus, aber du kennst die Germanen jetzt, ne? An was haben die geglaubt vor der Christianisierung? Nee, ich frage dich, sag mal. Ja, sag mal, dir doch. Wie lange gibt es diesen Glauben an Odin? Länger als dein Glaube. Nein, das ist ja nicht möglich. Doch, er geht bis zur Bronzezeit. Und wahrscheinlich länger. Bronzezeit, was meinst du mit Bronzezeit? Du glaubst an die, du glaubst daran, dass es die Erde seit über Milliarden Jahren gibt? 5 Milliarden Jahre? Ich bin mir da nicht sicher. Das Ding, also die Wissenschaft sagt, dass wir, also dass die Erde sehr, sehr alt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da nicht belesen, wenn es um die Erde geht, wie lange sie existiert. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, aber du, also es gibt aber keine Schriften, weil ich habe gerade gelesen, da steht drin, dass es keine Offenbarung gibt über diese Religion. Das heißt, man kann nicht genau wissen, wann es entstanden ist, und weil es keine Schriften gibt, richtig? Und wir wissen auch wann dieser Glaube daran entstanden ist. Wir können jetzt nicht genau sagen, zum Beispiel, dass der Gott, an den du glaubst, Himmel und Erde geschaffen hat, richtig? Natürlich nicht, denn es heißt ja Glaube und nicht Wissen. Und wenn du behauptest zu glauben, du behauptest zu wissen, dann ja. Okay. Ja gut, dann hole ich jetzt mal ein paar andere Leute hoch. Danke, dass du da warst, und dann knüpfen wir bis irgendwann. Hier. Genau. Dann, mein Lieber. Schönen Sonntag. So. Wir haben einen weiteren heute Mittag, glaube ich, ja. Mustafa ist wieder da. Ja, ich wollte sagen, Tawhid ist hier im Chat, der kennt sich wesentlich besser aus als ich. Wäre gut, wenn du ihn hochmachst und mit ihm redest. Dann ist es auch eine bessere Konversation. Tawhid, der so schöne Videos über uns macht, sich alles zurechtschneidet. Er schneidet nicht so recht. Hol ihn einfach hoch und rede jetzt mit ihm. Ja. Das ist aber nicht der Tawhid, oder? Doch, das ist er. Nein, es gibt Mann, Frau und Kind als Profilbild. Ja, okay. So. Assalamu alaikum erstmal, Mustafa. Waalaikum. Grüß dich, Harut. Also gleich wird eine kleine Debatte hochgeladen, okay? Da ist eigentlich sehr, sehr wenig zusammengeschnitten. Und da können auch die Leute sehen, wie sehr ihr blamiert wurdet, okay? Bezüglich der Informatik. Mir wurde niemand blamiert. Wir sicher? Zitieren. Sicher? Ja. Wir okay, zitieren, Type, Harut, ganz kurz, ganz kurz, Harut. Ganz wir kurz, Harut. Zitieren Verse, also aus dem Koran erstens. Mhm. Danach gehen wir immer auf die Tafsir rein, was eure Schriftgelehrten sagen. Mhm. Und danach zeigen wir Hadithe, das war's. Mehr machen. Tafsire, die nicht auf Ibn Abbas zurückzuführen sind, ne? Richtig? Wo die Überlieferungskette auch nicht authentisch ist, ne?
Wir gehen in die Tafsire rein, die wir haben, Genau, Harun, das, was ihr mit nicht denen auch versteht, okay? Studenten arbeiten, mein Freund. Stopp, ganz kurz. Studenten, die an der Al-Azhar oder an der Al-Arbeit Islamwissenschaft Schule oder dort Okay, guck studieren, mal, ich sag noch arbeiten mal was, damit. ja? Guck mal, ihr nehmt immer die Tafsire von Ibn Kathir, okay? Lag nicht einmal, die Muslime verstehen die Tafsire von Ibn Kathir. Für Ibn Kathir braucht man für sein Tafsir noch ein Tafsir, damit weil er das so Das ist ja krass das erklären tut. Problem. Das ist ja der Stopp, stopp, stopp. Totalschaden des Aber Islams. Das ist ja dafür der haben wir andere Totalschaden des Gelehrte. Islams. Dafür haben wir andere Gelehrte. Es-Suyuti beispielsweise, Ibn Abbas, der den Koran am besten verstanden hat, unter den Sahabern beispielsweise, Was kommt Imam danach? Nawawi Was und so kommt weiter und danach so noch? fort. Weißt du, was ich Okay? meine? Für die Hadithen brauchen wir einen Schar. Danach brauchen wir noch was Nicht bei und noch allem was Hadith, und nur noch bei was. Es gewissen kommt immer Hadithen. was Neues. Ja, nee. So, bei Guck mal, gewissen Hadithen. wir konnten bei dem Thema der Schöpfungsgeschichte bis heute nicht feststellen, ja, welcher Tag der Anfang der Schöpfungsgeschichte war, ob es jetzt Samstag war oder Sonntag. Harut, Dann haben also, wir sechs Tage, wenn, guck sieben mal, Tage, wenn acht wir über die Tage. Schöpfungsgeschichte reden wollen, wir können gerne öffentlich eine Debatte draus machen. Hast du Lust drauf? Guck mal, ich Über die bin jetzt, Schöpfungsgeschichte. mein Freund, du Nicht bist jetzt, doch nicht jetzt, jetzt. Guck mal, diese Taktik habt ihr schon letztes Mal gemacht. nicht Nein, nein, jetzt. diese Taktik Aber habt ihr uns schon dann letztes immer Mal gemacht. schreiben, Das wenn wird du auch nur ein Mann bist, hol gepostet. mich hoch. Wenn du ein Nicht Mann bist, jetzt. hol mich hoch. Warte ganz kurz. Machen wir eine Debatte draus, eine öffentliche Debatte draus Guck über mal, die Schöpfungsgeschichte. ich bin jetzt da. Du kannst jetzt gerne uns Nein, allen nein, erzählen. diese Taktik habt ihr schon letztes Mal gemacht. Das wird auch noch gepostet. Welche Macht ihr? Taktik? Wo ich beispielsweise auf Abu Khanjar auch konfrontiert habe, okay? 10, 11, 12 Mal habe ich den Welches gesagt. Thema? Welches Thema war Zwölfmal das dann? gesagt, okay? 12 Mal. Welches Und da hat er gesagt, Thema? ich bin auch hier. Ganz kurz. Wo wir über Elif Lamin und diese eine geredet haben, okay? Über Ja, diese das Jesaja richtig. 28,10. So. Ich weiß nicht. Alif Okay? Lam Mim ist bis heute nicht bekannt. So, richtig. Aber gibt es verborgene Wissen in Religionen? Alles ist verborgen, wenn es, wenn Nein, man nicht nicht alles ist erklären verborgen. Gibt es verborgenes Wissen? kann. Über was? Im Über die Islam? allgemein in Religionen. Gibt es verborgenes Wissen? Über die, du, guck mal, du benutzt das Argument, Allgemeine, nicht leider, stottern, weil nicht es im stottern, nicht Koran stottern. Nein, nein, steht. nein, nein, nein. Gibt es verborgenes Du, Wissen? mein Freund, das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wann der Herr Jesus Christus wiederkommt. Das war's. Das ist das Einzige. Okay, ich frage dich, wo ist das Totenreich? Wo ist das Totenreich? Darüber haben wir schon mal Richtig. letztens gesprochen, mein Ja, und Freund. da hast du mir keine Antwort drauf Glaubst gegeben. du? Natürlich haben wir dir eine Antwort gegeben. Guck Stimmt nicht, mal, hast du du, nicht. Wo ist das Totenreich? mein Ich möchte Freund, da mein hingehen. Freund, mein Freund. Du Ich möchte möchtest da da einen hingehen. Flug buchen. Wo ist Du das möchtest da Totenreich? hingehen. Du möchtest. Guck Ich mal, möchte da einen Flug buchen. das ist Wo ist das kindisch. Totenreich? Das ist kindisch, mein Freund. Wir Nein, haben dir die das ist kindisch. Das Frage. hast du letztes Mal auch gebracht. Mit Wir Jujum, haben dir Majuj und die bla 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 dies und Frage das. Okay? beantwortet. Wenn es einen Totenreich Wo? erwähnt wird in Ja. der Bibel, wenn ein Totenreich erwähnt wird in der Bibel, dann ist das ein Ort, ja, der nicht physisch hier ist. Warum? Weil die auch dahin gehen, sind nicht physisch. Das heißt, die Seele, also der Geist, der unsichtbar ist, kommt natürlich an einen unsichtbaren Also Ort. gehst du nicht mit deinem Körper ins Totenreich? Nein, es kommt was, es kommt ein Unsicht, was Wo Unsichtbares kommt steht in was das? Wo Unsichtbares. hast du die Interpretation? Ich habe dir letztens noch den Bibelvers genannt, Zeig dass mir, der Herr Jesus Christus dass du mit deinem das Geist ins Sichtbare. Totenreich gehst. Was geht Wo denn steht sonst das? im Paradies oder in die Hölle? Wir Nein, kriegen nein, ganz einen kurz. neuen Körper, sagt die Natürlich, Bibel. natürlich mit deinem Körper gehst du dahin. Nein. Wie Wir dann? Dann kriegen zeig mir. einen neuen Körper. Guck mal, mit dem Körper hier, mit dem Richtig, wir Körper, Kinder kriegen einen neuen was Körper. begraben Richtig, wird, was Ahsan. gefressen wird, wirst du Richtig, aber du hast nicht gerade im gesagt, Paradies wir gehen oder in mit die Hölle unserem gehen. Geist dahin. Weil, mein Freund, guck mal, das ist alles geistig zu verstehen und du wirst einen, wie die Also. Bibel sagt, einen neuen Körper bekommen, Ja, der aber ich dieses dachte, wir gehen mit dem Geist Höllenfeuer. dahin. Tauhid, es ist geistig gemeint und du kriegst einen neuen Körper, einen geistlichen Körper, Wo steht das? der diesen Höllenqualen auch für immer ausgesetzt werden kann. Ja, aber wo steht das? Weil, guck mal, Ich möchte wenn den meine Haut Bibelvers haben. sich Wo steht verbrennt, das? wenn meine Haut sich verbrennt, wenn meine Haut sich Kriegst du verbrennt, eine neue Haut? Da haben wir auch ich, Hadithe diesbezüglich, richtig. ja, wenn meine Haut sich aber in diesem diesseits verbrennt und ich verbrenne, bleibt von mir sozusagen am Ende nicht viel übrig von einem Ja, Menschen. aber ich möchte wissen, wo das Aber steht. die Seele, also der Geist des Ja, aber Menschen, Harut, verstehst du nicht? Ich bekommt möchte einen wissen, wo das neuen Körper. steht. Wo steht das? Mein Das steht in der, ich zeige es dir. Kleinen Moment. Dass du mit deinem Geist ins Totenreich gehst, wie du es gerade gesagt hast. Warte kurz. Ich lese es dir vor, wo dir in sich ersichtlich wird, dass Ja, wir einen neuen nimm mal die Körper Stelle. bekommen werden. Stifte jetzt meine Bibel, nimm mal die Stelle. So.
So, nimm mal die Stelle. So, 1. Korinther, Brief, Kapitel 15, Ja, bin ich da? ab 35. Ab 35 Type. So. Und dann Also. können wir, auch gleich auf, du hast gerade 1. Korinther 15 erwähnt, kommen wir auf gleich einen sehr schönen Vers, ja? Genau. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Versteht doch, dass jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Und was wir sehen, ist ja nicht dies und das. Aber da steht aber nicht meine Frage, die das beantwortet. Da steht, dass vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden Mein die Toten Freund, auferstehen? Hier geht es um die guck mal, Auferstehung, aber nicht um das Totenreich. mein Auferstehung Freund, und Totenreich sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja, anstrengend. Ich weiß, mit mir anstrengend. Wallah, ich weiß, dass es mit mir anstrengend ist. guck mal, du erinnerst mich an An wen? damals Komm, erzähl mal. in der siebten, achten Klasse, die keine Ahnung hatten von dem, was der Lehrer erzählt, Siebte, achte Klasse war ja letztes Jahr bei dir. aber immer so getan haben, als würden sie das schon vorher verstehen, bevor der erzählt hat. Ja, erzähl doch. Du bist gerade mal aus der Pubertät raus und redest wie ein Wasserfluss. Warte Was doch. redest du? Du siehst aus wie Luigi. Mach mal jetzt. Mein Freund, du hast noch nicht mal Barthaare im Sicher? Gesicht. Wallah, ich habe mehr Bart als du. Ich schwöre, ich habe so einen langen Bart. Was redest du da? Bist du bereit zuzuhören? Ich bin bereit zuzuhören. Bitteschön. Ja, hier wird gelehrt. Das heißt, du musst zuhören. Pass Ja, auf. dann bring mir bei. Ich möchte Also, was von dir ab lernen. Vers 39, du hast ja nur zwei Sätze gelesen, ja? Ab Vers 39, nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, von den Tieren, Vögel, anders das anders als der die Fische. Fische, Ja. anders das der Vögel. Also vier Sachen werden jetzt beschrieben, obwohl drei davon Tiere sind. Ja? Aber das beantwortet immer. Guck mal, ich Und glaube, du es verstehst gibt. meine Frage nicht. Meine Und es Frage gibt. ist, wo steht, dass du ins Totenreich mit deiner Du Seele kannst wirklich gehst? nicht zuhören. Du kannst wirklich nicht zuhören. Das ist, Ja, du aber bist noch mit lange deiner nicht Seele ins erwachsen. Totenreich, das Du möchte bist ich noch wissen. lange nicht erwachsen, mein Lieber. Okay, für dich bin ich nicht erwachsen, Taib, akzeptiere ich. Ich möchte wissen, wo steht, dass du mit deiner Seele ins Totenreich gehst? Wie du es gerade Pass gesagt hast. auf. Pass auf. Hör zu. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Ja? Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der irdischen. Ja, und jetzt lies mal ab 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Die Ja, hier geht es um Auferstehung die der Toten. Auferstehung, Die, richtig, aber die nicht um im das Totenreich Totenreich. sind. Die, die im Totenreich sind. Die Auferstehung, es geht um die Toten, Janni. Um wen geht es dann? Warte, Big nein, Mac um die von Auferstehung aus McDonald's dem oder was? Grab. Nein, du vertauschst da gerade was. Okay, Auferstehung guck aus mal, dem ich lese Grab, für dich. Ich nicht aus lese dem für dich. Totenreich. Ich lese für dich. Für Tauhid. Für Tauhid, Leute, hört zu. 200 Leute, für Tauhid Ja, steht das 209 hier. Leute, hör zu. So ist es auch. So, also für dich steht das so. So ist es auch mit Burger King. So ist es auch wie McDonald's. Hör doch zu, was da steht. So ist es Hä? auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Aber du verstehst meine Frage immer noch nicht. Es Ich gibt möchte einen wissen, wo natürlichen steht, dass du Leib. ins Totenreich mit deinem Geist gehst. Das mit nicht ob Körper oder sonst, sondern das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist immer noch, wo steht, dass du mit deinen Geistlichen ins Totenreich gehst? Mein Das möchte Freund, ich wissen. erstmal, Das ist meine Frage. hier wird erzählt, es gibt einen natürlichen Leib und es gibt Aber hier einen geht es um die geistlichen Leib. Auferstehung. Und die Auferstehung, was passiert denn aus dem Totenreich? Stammt die Auferstehung aus dem Totenreich? Nein, nein. Stammt die Auferstehung aus dem Totenreich? Stammt die Auferstehung aus dem Totenreich oder aus dem Grab? Beantworte meine Frage. Aus dem Aus Grab dem oder aus dem Totenreich, Totenreich? mein Freund, hier steht es. Aus Guck dem mal, Grab oder aus dem Totenreich? Beantworte meine Frage. Leute, er will flüchten. Leute, passt auf. Was? Leute, er will Er gleich sagt, ich will flüchten. Counter-Strike spielen gehen. Er will gleich Counter-Strike spielen gehen. Kein Problem. Ey, der checkt meine Frage nicht, Wallah. Masari Monafik, schreibt Leute. man anders, ja? Ja. Leute. Leute, schaut mal hier, was hier steht. Es gibt eine Auferstehung der Toten.
Ja, das heißt, diese entschlafenen Menschen, ja, sind Das ist aktuell aber immer noch nicht meine sozusagen an dem Frage. Ort, an dem sie auferweckt werden. Und es wird hier ganz klar beschrieben, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Körper dieser Welt, Aber diese ja, Körper interessieren mich ja nicht. Es und ein interessiert mich, ob geistlicher du mit Leib. deinen Schaut mal Geistlichen hier. ins Totenreich gehst. Schaut mal hier. Hier wird das nochmal erklärt. Sogar der erste Mensch wird erklärt. Ey, der Der versteht meine erste Frage Mensch. nicht. Wallah, Mustafa. Mein Freund, Deine Frage war ja am glaubst Anfang, wo das Totenreich überhaupt ist. Das war ja die Richtig, Frage ganz am Anfang. richtig, das war meine erste Frage. Wo ist das Totenreich? Du hast gesagt, es gibt kein verborgenes Wissen. Ich möchte dahin ins Totenreich. Das hat nichts mit verborgenes Wissen zu tun. Wir können ganz klar sagen, dass Doch, das nur Totenreich ein Gott weiß, Unsinn. wo das Totenreich ist, richtig? Nein, es gibt keine Definition, ein Ort. Gibt es nicht. Also ist das Totenreich kein Ort? Es gibt keinen physischen Ort, richtig. Aber einen räumlichen Ort. Es gibt keinen physischen Ort. Ja, Es keinen gibt physischen, keinen physischen Ort. okay, unterschreibe ich mit. Aber ist das ein räumlicher Ort, richtig? Es ist ein geistlicher Ort. Es ist ein Wie ein Totenreich. Es geistlicher ist Ort. Tauhid, guck mal, ich weiß, es ist für dich schwer zu verstehen, weil du das nicht verstehen kannst einfach. Du Es hast ist doch ein in dir räumlicher einen. Ort, nicht ein Ist dein geistlicher. Geist, ist dein Woher Geist. hast du das? Woher hast du Ist das? dein Geist Das steht sichtbar oder nirgendwo in der Bibel, unsichtbar? was du sagst. Und das ist Ist dein unbiblisch, was du Geist. machst. Ist dein Geist sichtbar oder unsichtbar? Mein Geist. Mein Ja, dein Geist ist Geist, deine unsichtbar. Seele. Ah! Aber, und jetzt? Wo hast du mich jetzt widerlegt? Und wo kommt dieser unsichtbare Geist hin? In einem Ort, der sichtbar ist oder unsichtbar ist? In einem Ort, was sichtbar ist, natürlich. In einem Ort, das sichtbar ist, Tauhid. Bleib da, wo du bist. Forsche nochmal in der Schrift. Und danach kannst du wiederkommen. Leute, habt ihr das gehört? Ich habe ihn gefragt, ob er einen Geist hat, der unsichtbar oder sichtbar ist. Er sagt unsichtbar. Danach habe ich ihn gefragt, woher Du hast kommt ihn denn dieser gekriegt. Geist? Woher kommt denn dieser Geist hin? Und dann sagt er, in einem Ort, der sichtbar ist. Also dein unsichtbarer Geist kommt an einen Ort, der sichtbar ist. Für wen ist er denn Du hast sichtbar? ihn aber gekriegt, Karut. Mein Freund, er ist ein Kind. Ich Ja, habe. Bro, ihr habt doch ganz normal geredet. Redet doch weiter. Ihr habt ihn nicht mal beleidigt oder so. Nein, nein, guck mal, er kann das ja nicht, er kann und will ja die Antwort nicht annehmen. Ich kenne ja solche Kinder. Bist du Vater? Hast du Kinder? Ich? Oder hast du kleine Geschwister? Klinge ich so? Bitte? Klinge ich so, als hätte ich Kinder? Hast du kleine Geschwister? Weißt du, wie Kinder sich benehmen? So wie Tauhid. Ich weiß, wie Kinder sich benehmen, ja. Bitte? Ich weiß, wie sich Kinder benehmen. Ja, und wenn du Tauhid gehört hast, wie er spricht, dann weißt du, dass das ein Bruder, kleines Kind ist. solche Kandidaten musst du mir überlassen, solche Kandidaten. Weil ich habe Assalamu die alaikum. ganz spezielle Medizin für solche Menschen. So, Richtig, Mustafa. Mustafa, guck mal, jetzt kommen wir mal zu dir. Hast du eine Frage? Nein. Was willst du denn hier? Ich war nur am Zuhören. Ich kann auch runterholen. Tauhid hoch. Ich wollte dran Okay. drehen. Hör mal zu, Tauhid soll erstmal erwachsen werden, ja, weil der Bruder Harut hat es ihm mehrmals erklärt. Er versteht nicht mal, was ein Scheol. Er weiß nicht, was die Unterwelt überhaupt ist. Er hat gar keine Ahnung. Ja, aber wieso physisch? Aber wieso geistig? Aber wieso physisch? Guck mal, willst du es? Guck mal, will er es verstehen oder will er es nicht verstehen? Weil wir können auch das Thema auch ganz woanders. Guck mal, wenn das ja für ihn komisch ist, ja, und er will es nicht verstehen, sollen wir mal den Hadith lesen von Sahih Muslim, dass die Unterwäsche, ja, dass die Krankheiten heilen kann? Ja, Bruder, hol ihn doch hoch, Ja, was wenn du sagst mit du ihm redest. dazu? Das macht Denkst du, ja ein so Tanga keinen kann Sinn. Krankheiten heilen, Habibi? Wieso springst du jetzt irgendwo hin, hol ihn doch hoch und Ja, rede mit geht ihm es? darüber. Ja, was sagst du dazu? Geht es, oder? Ich habe sowas noch nie gehört, aber hol mal Tauhid hoch und rede mit ihm darüber. Habibi. Wieso mit mir? Das muss gehen. So, Mein dann würde ich mal sagen, wir können mal gerne über die Unterwäsche reden, also die heilen kann, also von Propheten. Also die Unterwäsche von Propheten, ich weiß nicht, ob er einen Tanga hatte oder eine andere Unterwäsche, ich weiß es nicht, die kann Flüchte Krankheiten nicht. heilen. Die kann Krankheiten heilen. Was sagst du dazu, Mustafa? Von Sahih Bruder, Muslim. Von Sahih Muslim. Soll ich dir mal vorlesen?
Harut, hol mal bitte Tauhid hoch und redet mit Mustafa, ihm darüber. Verteidige du mal deine Religion. Soll ich dir mal vorlesen, Mustafa, dass Unterwäsche Mustafa, vom Propheten Krankheiten heilen kann? Hast du noch Fragen, Mustafa? Nein, passt schon. Hol Tauhid bitte. Okay, okay. Wenn du keine Fragen mehr hast, dann schönen Abend noch. Weil wir beantworten hier Fragen. Und du hast keine Fragen mehr. Ja, alles gut. Wenn er nicht hat, ist ja kein Problem. Kann er gerne rauskommen. So. Alles gut. So, pass mal auf, Abu Khanjar, guck mal. Ja, Bruder. Ich habe ihm sogar aus der Schrift gezeigt, ganz klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen sogar Körpern von Menschen und von Tieren. Plus, dass es einen Unterschied gibt, auch von einem Körper des Menschen. Das heißt, wir werden sterben und wir werden dann entweder im Himmel oder im Paradies einen neuen Körper haben. So. Ja. Und ich habe ihm sogar die Schrift vorgelesen und habe ihm gefragt, was in ihm ist, der Geist, ob es unsichtbar ist oder sichtbar. Dann sagt er unsichtbar. Mhm. Und danach frage ich ihn, wohin geht dieser Geist, wenn du stirbst? In was für einem Ort? In einem sichtbaren oder unsichtbaren? Sagt er in einem sichtbaren Ort. Achso, er selber, also das Geist ist, also die Ruh ist quasi unsichtbar, aber geht in einen sichtbaren Ort. Jetzt erklär jetzt, bitte, soll man da jetzt irgendwie Alkohol trinken, damit man klarkommt? Bruder, das Problem ist jetzt der Tauhid, ganz kurz, für alle Zuschauer. Wir haben 225 Zuschauer, Bruder. Die Theologie im Christentum, ja, ist nicht einfach lesen, das sage ich immer wieder, sondern verstehen. Der Tauhid hat keine Ahnung, wovon er redet. Es heißt, er versteht den Koran nicht und er versteht die Bibel nicht. Ja, der hat gar keine Ahnung. Bruder, er kommt mit Begriffe, er kennt die Definition von diesen Begriffen gar nicht. Er kommt nicht klar, weil das ist tief theologisch. Er kennt nur Vorlesen von Hamdi, von Sahih Hamdi, ja, von Sheikh Sahih Hamdi. Imam Hamdi. Von Imam Hamdi, der liest nur, Bruder, die haben fast täglich einen Unterricht, also Kinder, Gummibärchenbande nenne ich die, ich nenne die immer die Gummibärchenbande, Bruder. Abu Khanjar, ich habe letztens bei Hamdi, ne, ihr wisst ja ganz genau, also wir sollen ihn ja lieben, das tun wir auch. Ja. Und ich war letztens, pass auf, normalerweise immer so, come on, ne, aber ich war bei ihm, unten habe ich geschrieben, guck mal, wie er diesen Lob mag, diesen Lob. Guck mal, pass auf. Ja. Ich habe unten geschrieben, Imam Hamdi, bist du um 22 Uhr nachher online? Mach den so. Der macht so. Oder Monafik. Hamdi, bester Mann. Gummibärbande. Imam Hamdi, das ist das, er will ja ein Imam sein. Ab jetzt sagen wir Imam Hamdi, Bruder. Genau. Und wenn er spricht, müssen wir sagen, Sahih Imam Hamdi. Weil er ist Sahih. Genau. Alles, was er sagt, ist Sahih. Und nicht Hassan, Sahih. Also, an alle Leute, die Gummibärbande ist Hamdi, seine Bande mit den kleinen Kindern. Das sind alles besser Gummibärbande. Besser rede nicht mit Hamdi. Besser rede nicht mit Hamdi. Gummibärbande. Tach, komm mal hoch. Ich gebe dir die Hadith-Nummer. Ich kann dir vorlesen. Tach, komm hoch, bitte. Das mit Mansur, der Unterwäsche. Hallo Mansur, guten Abend. Hallo Mansur, guten Abend. Guten Abend, Jungs. Guten Abend, Mansur. Das sind doch alles kleine Kinder, oder? Ich glaube schon. Also körperlich sind die erwachsen, aber im Geiste sind die auf jeden Fall sehr jung. Ja. Ich verstehe nicht, warum die Leute alle diese schwarze Flagge bei sich reintun. Ja, gute Frage. Und auf Salafisten machen, aber keine Ahnung haben, wovon sie reden. Richtig. Ich kann es dir sagen, weshalb, weil das eine Jugendkultur geworden ist. Ja, ist cool geworden. Man ist cool, wenn man der Salaf folgt. Das ist mittlerweile so eingeprägt in der Muslime, dass es halt cool geworden ist. Ne? Ja, genau. Abu Khanjar. Ja, gerne. Ja. Das ist ja die meisten, die der Salafia-Bewegung hier in Deutschland folgen. Mhm. Ja. Ja, man so. Das sind meistens Türken, Mann. Das sind meistens Türken, Leute, meistens, die halt nicht viel mit dem arabischen Raum zu tun haben. Oder das Problem ist, guck mal, dieses Radikale kommt von den Arabern. Muss man echt zugeben. Also dieses Wahhabismus kommt ja aus der arabischen Ecke, aus der arabischen Halbinsel. Sie verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür in jedem anderen islamischen Land. Damals hat man schon in Bosnien gesehen, als die Wahhabiten sich dort breit gemacht haben, wurden sie plötzlich radikalisiert. Tschetschenien. Eigentlich zu 100% Sufis, ja, wurden plötzlich, hör zu, Tschetschenen sind eigentlich traditionell Sufis, ja, sind aber durch die Saudis und die Wahhabiten, die dort eingewandert sind, ja,
plötzlich so viele Wahhabiten. Das heißt, die wurden dann quasi von den Sufismus, wurden die zum Wahhabismus konvertiert quasi, ja, rübergekommen. Und das findest du in vielen anderen Ländern. Das heißt, dieses Wahhabismus hat sich verbreitet wie ein Krebsgeschwür in Bosnien, damals im Kosovo-Krieg, in Albanien, dann in Tschetschenien. Überall, wo Krieg ist und wo Muslime ein bisschen ärmer sind in dem Land, kommt Saudi-Arabien finanziert, schickt Waffen dorthin und plötzlich verbreitet sich halt ihre eigene Lehre dort, ne? Und weißt du, was das Schlimme ist? Adlerblick und Mansu, kennst du den Mann Atatürk? Kennst du wahrscheinlich, gell, vom Hören? Ja, natürlich. Weißt du, was er über Mohammed gesagt hat? Er hat gesagt, das ist ein Drecksaraber oder so. Richtig, ein dreckiger, dummer Araber, ein Beduine, sorry. Er hat ihn so beleidigt. Aber wenn du jetzt einen Türken sowas sagst, er sagt, nein, Astaghfirullah, sowas sagst du was nicht. Aber jetzt mal unabhängig über diese ganzen Sachen, ne? Erklär doch mal, weil du hast ja viel gelesen. Ja. Und ich merke, jeder von denen, der immer sagt, ich komme hoch und ich komme und rede und komme und rede, der erzählt nur Müll. Weißt du, selbst dieser Hamid, der so reinkommt, als ob er... So Hamdi, weißt oder? Du, ja, Hamdi, genau. Ja, Hamdi. Der kommt ja mit so einer Art rein, wie so ein richtiger Beduide, weißt du? Ja. Und mit so einer Aggression und er denkt, er schüchtert sein Gegenüber ein. Richtig. Und er denkt, er sagt noch irgendwas Richtiges und er sagt dann auch noch ein paar Wörter, Jahil, Tralü, Trala. Genau. Und die Leute denken, dieser Mann hat Ahnung. Oder das ist hinterweltliches Verhalten. Richtig. Weil ein Mensch, der sich so tief mit seiner Religion befasst hat, damit mal einige verstehen, warum ich sage nein, ich sage zu niemand Käfer und soll jeder und es... Ja. Warum ich das alles nicht ernst nehme. Weißt du? Ja. Ich war wie jeder andere. Ich glaube an Gott. Ja. Ich bin halt ein Muslim wie jeder andere. Ich höre, der Prophet ist der reinste Mensch. Ich höre diese ganzen schönen Dinge, die wir Muslims alle kennen. Ja. Alle. Damit mal jemand versteht, warum ich überhaupt Kritik ausübe oder sage dies oder jenes. Ja. Wenn ich als Mensch mein ganzes Leben in Gottesfurcht lebe und mir immer hier Vorwürfe mache und da Vorwürfe und mich damit befasse und damit befasse, und dann komme ich am Ende und habe ja so eine Vorstellung von Reinheit, ja. Von Ehrlichkeit, von. Das sind ja alles so moralische Vorstellungen, wie man hat ja immer so ein Maß als Person. Der eine mehr oder der eine weniger. Ja. Und wenn ich dann mich mit meiner Religion befasse und sehe, wie sie entstanden ist, bis zu unserem heutigen Tag, ja. Dann denke ich mir, jeder, der sich wirklich mit der Religion befasst, ja, wird entweder ein Terrorist oder Heide. Oder er befasst sich nicht und ist ein normaler Moslem. Aber Mansu, sei aber ehrlich, Mansu, der Islam hat sich verbreitet wie? Wie? Es gibt keine Religion, die sich schnell verbreitet ohne Aggression. Wie hat sich der Islam verbreitet? Mit dem Schwert. Jetzt kommen wir zum Thema. Jeder sagt das, doch, das es war nicht ein... Nicht ich, das sagen die Quellen. Ja, ganz kurz, Mansu, ich weiß. Jetzt will ich dich nur fragen. War das ein Verteidigungskrieg oder ein Angriffskrieg? Das war kein Verteidigungskrieg. Der Prophet warum sagen die immer, es war ein Verteidigungskrieg, Bruder? Warum? Weil sie Müll reden. Das erste, schämen die sich dafür? Der erste, ich sag mal jetzt, wenn wir es heute so benennen, der erste Überfall auf Quraysh, ja. Da haben sie einfach ihre Sachen transportiert. Mhm. Und da, als ich dann gehört habe, der Prophet, Gott, der Allmächtige, der all das geschaffen hat, ja. Gerechtigkeit und so weiter, sagt dann zu seinen Propheten, die werden, geht dahin, und holt euch das, was sie haben, dann ist es euer Hack. Genau. Dann denke ich mir, irgendwas läuft hier falsch. Richtig. Aber ich ignoriere es und denke mir, egal, vielleicht kapiere ich es nicht. Damals war die Welt anders, damals weiß ich nicht was. Genau, wie die meisten so denken. Wenn mir jemand sagt, der reinste Mensch auf Erden, dann erwarte ich auch, dass das der reinste Mensch auf Erden ist.